Lohn herzlich willkommen im Abend, am Abend, im Keller, so rum. Ei, es ist schon wieder spät geworden und. Ja, ich komme derzeit ein bisschen schleppend hinterher. Ich würde gerne mehr machen für die Videogeschichte. Ich bräuchte mal wieder ein paar freie Tage, habe aber keine. Demzufolge geht es halt nur langsam voran und ich mache immer das, worauf ich gerade am meisten Bock habe und was jetzt die letzten Tage mich davon abgehalten hat, das große Video hochzuladen, war vor allen Dingen Beantworten von Kommentaren, Mails, Nachrichten und sonstigen Krempel. Ich hatte ja zur Diskussion aufgerufen bzw. gebeten, dass ihr mir ein wenig eure Meinung mitteilt zu verschiedenen Themen. Und das habt ihr freundlicherweise getan und da musste ich jetzt erstmal drauf reagieren. Wer noch keine Antwort bekommen hat, obwohl er mir eine ausführliche Mail geschrieben hat, Der möge sich bitte in diesem Video jetzt ein wenig angesprochen fühlen. Das tendiert nämlich, das enthält Dinge, die ich dann auch sonst auf besagte Mail antworten würde. Mache ich aber dann trotzdem noch, dass ich da noch eine Antwort schreibe. Ich habe nur gedacht, ich mache jetzt erstmal dieses Video. Das spart dann Tipperei und ist vielleicht so rum irgendwie ganz hilfreich. Gut. Und zwar möchte ich euch jetzt dann wirklich offiziell, diesmal auch richtig, herzlich einladen, auf den West Highland Way nächstes Jahr mitzukommen. Ich möchte da gerne eine Trekkingtour organisieren. Heißt, Organisation mache alles ich. Routenplanung, Etappenplanung, Essensplanung, mengenmäßig und so weiter und so fort, mache alles ich. Bisschen was müsstet ihr je nachdem selber machen. Dazu kommen wir aber später noch. Und ich habe hier jetzt so einen Zettel mit Dingen, die ich ansprechen möchte. Und das mache ich jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Und wenn danach noch Fragen bestehen, dann immer her damit. So, erstens, wann soll denn das Ganze stattfinden? Ich bin in meiner Urlaubsplanung noch sehr, 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 sehr flexibel. Also heißt, da könnten wir dann demokratisch abstimmen, wann wir denn da ungefähr zu gehen gedenken. Das muss jetzt noch... Naja, was heißt so ungefähr? Ich müsste den Urlaub dann auch fixieren. Also spätestens Ende September würde ich zumindest den Termin fix machen für mich. Danach kann dann trotzdem noch jemand anders mit. Oder wenn dann noch jemand beschließt, oh, ich weiß auch nicht, schwanke. Aber der Termin ist ab dem Punkt fix. Wer also jetzt schon sagt, ich will unbedingt mit, der hat jetzt exklusiv die Möglichkeit, noch beim Termin eben mitreden zu können. Grobes Fenster, in das der Termin fallen könnte, wäre im Prinzip Mai bis August. August möchte ich eigentlich gerne vermeiden, außer da sagen alle, da habe ich aber wahnsinnig viel Zeit, weil da sind halt alle unterwegs. Da ist der Weg schon sehr überlaufen. Ist jetzt nicht so toll, finde ich, wenn da wirklich so ganz, ganz viele Leute rumrennen. Deshalb Mai, Mitte Mai, wäre mir persönlich am liebsten. Von den Temperaturen her ist da durchaus schon warm, also da muss man nicht frieren. Tendenziell vielleicht eher Ende Mai, damit man ganz sicher sein kann, dass es warm genug ist, weil nicht jeder unbedingt gleich schon eine Top-Ausrüstung besitzt und ich möchte die Tour auch gerne mit Leuten machen können, also auch gerne Leute mitnehmen, die halt eben noch keine Top-Ausrüstung haben oder sich nie eine Top-Ausrüstung zulegen wollen. Ab Ende Mai sollte tendenziell das eigentlich kein Problem sein. Da haben wir ähnliche Klimabedingungen wie Deutschland, wenn es halt noch Frühling ist, sagen wir mal so. Also mit einem Notfalls kann man das die Tour dann auch mit einem Discounter-Schlafsack machen. Mit etwas besseren Discounter-Schlafsack ist nicht dem allerschlechtesten, aber theoretisch wäre das dann durchaus auch möglich. Also jetzt so rein vom Schlafsack her. Ne? Deswegen auf jeden Fall eben im Sommer, wenn es relativ warm ist. Wenn man nicht so früh geht, also sprich doch eher Mitte Mai statt Ende Mai, dann sind auch weniger Midges da. Midges sind ja stechende Fruchtfliegen quasi, sehen aus wie Fruchtfliegen, nur dass sie stechen. Die können eine enorme Plage sein und wenn es dann richtig in den Sommer reingeht, dann sind die wirklich ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss man schon gewillt sein, die auszuhalten. Es gibt Mittel und Wege. Können wir dann auch mal im Detail dann drauf kommen. Also wegen den Midges brauche ich jetzt keine Angst haben, da mitzugehen. Aber es ist halt schon angenehmer, wenn es von dem weniger gibt. Gut, jetzt, wie lang soll denn besagte Tour da gehen? Und zwar habe ich da 9 bis 10 Etappen geplant. Liegt daran, dass es eine sehr gemütliche Tour werden soll. Dazu kommen wir auch noch.
Plus 1 bis 2 Reservetage. Das kommt davon, hängt davon ab, ob man jetzt nur 9 oder 10 Etappen läuft. Ich würde sagen, insgesamt 11 Tage ist jetzt erstmal Diskussionsgrundlage. Ob wir das dann auf 12 aufstocken oder sagen, wir gehen nur 10 und kürzen dann gegebenenfalls ab, wenn wir merken, wir sind nicht schnell genug. Das kann man immer mal wieder. Also die Option besteht auch grundsätzlich auf dem West Highland Way. Ja, das schmeiße ich jetzt mal in den Raum. 11 Tage. So. Dann. Wie viele, also was denn für eine Gruppe schwebt mir da vor? 8 bis 9 Personen inklusive einem Ben. Also heißt 7 bis 8 von euch wäre cool. Mehr ist immer scheiße auf Trekkingtouren, weil eine zu große Gruppe, wenn sie in der Pampa rumläuft, also wirklich dann auf empfindlicher Vegetation in der Wildnis. Ja, stellenweise ist es Wildnis, aber dazu kommen wir auch noch ein bisschen genauer. Das richtet schon Schäden an. Und einfach eine große Gruppe, sagen wir mal, wenn jeder sein Häufchen quasi ins gleiche Loch machen würde, dann ist die Menge, die da so bei einer großen Gruppe zusammenkommt, halt irgendwann dann doch ein Faktor, der dann für die Umwelt irgendwie auch schon eine gewisse Rolle spielt. Außerdem, wie gesagt, man trampelt halt alles platt. Es ist eine gewisse Lärmbelästigung da, wenn es viele Personen sind. Das ist dann auch vielleicht für andere Wanderer, die in der Nähe zelten, auch nicht so schön, wenn es Einzelwanderer sind. Also ich möchte wirklich die Gruppe ungern in den zweistelligen Bereich anheben. Überaus ungern. Außerdem muss man ja auch noch Plätze auf Zeltplätzen kriegen. Und wenn man dann ganz viele Leute ist, wird das auch schon wieder schwierig. Und viele. Na, einige, sagen wir es mal so, mögliche Zeltplätze unterwegs, die bieten nur Platz für maximal 3 Zelte. Und deshalb möchte ich die Gruppengröße auf einem Level halten, der in 3 Zelte passt. Heißt, wir machen nicht 9 Personen und jeder hat sein eigenes Zelt, sondern wir müssen uns schon da ein bisschen zusammentun, dass euch das vielleicht am Anfang gleich mal klar ist. 3 Drei-Personen-Zelte wäre bei 9 Nasen natürlich machbar, bei 8 wären 2 3-Personen-Zelte und ein 2-Personen-Zelt dann halt eben das Mittel der Wahl. Sollte es tatsächlich, worüber ich mich wirklich sehr freuen würde, die eine oder andere, also so 2 oder 3, das wäre toll, Damen geben, die da an so einer Tour Interesse hätten, dann könnte man natürlich auch ein Damenzelt entsprechend aufmachen. Also das 2-Personen-Zelt dann zum Beispiel für die Weiblein oder sowas. Also je nachdem, wie wichtig das halt den individuellen jeweiligen Weiblein ist, möchte ich aber jetzt nur kurz beim Thema Zeltverteilung gerade ansprechen. Also solche Möglichkeiten gäbe es auf jeden Fall schon, falls das, wie gesagt, eine Rolle spielt. Das ist ja individuell verschieden. Gut. Wichtig an dieser Stelle ist jetzt noch, was für Leute sollen das denn sein, die damit sollen oder dürfen oder können, oder ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn es halt eben ein paar gäbe, die das möchten. Und zwar Anfänger und Genießer. Also nicht zwingend beides, es reicht auch eins von beiden. Also wenn man jetzt sagt, man möchte gerne eine ganz gemütliche Genusstour machen, ohne einen großen sportlichen Anspruch, wichtig, kein großer sportlicher Anspruch. Dann würde ich jetzt sagen, dann ist man ein Genießer und dann ist man auf der Tour herzlich willkommen. Aber auch, das ist mir wirklich wichtig, dass das Ding wirklich für einen blutigen Anfänger, ja, also ein paar Mal im Wald spazieren gegangen sein wäre schon hilfreich, aber das reicht dann auch. Also mehr Erfahrung ist nicht erforderlich, dass es dann für so jemanden auch machbar ist. Wir haben eine Etappe, die ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir haben eine zweite, die ist lang, aber nicht schwierig. Die zieht sich halt. Diese beiden Etappen, die kann man nicht anders machen, außer man ist gewillt, da wirklich ein bisschen Geld auszugeben. Gäbe noch eine Notoption, auf jeden Fall jede Menge Notoptionen. Also wenn was unterwegs ist, das möchte ich nochmal an dieser Stelle ganz wichtig anmerken, der Weg ist vollkommen harmlos. Also es kann da überhaupt nichts passieren. Also wer da irgendwie in irgendeiner Form anfängerbedingt vielleicht ein kleines bisschen Angst hat, ob er denn lebend zurückkommt, das ist das auf jeden Fall. Also das ist wirklich völlig harmlos. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man in irgendeinem zusätzlichen Hotel, das man eigentlich nicht eingeplant hat, dann halt eine Not Übernachtung in Anführungszeichen machen muss, weil man sagt, oh Gott, mir reicht's, hab keinen Bock mehr, nehm's Taxi an den nächsten Ort und warte, bis die Gruppe da vorbeiläuft und schließe mich dann wieder an. Also das wäre das Worst-Case-Szenario für eine Einzelperson, die sagt, nee, ich mach schlapp.
das Allerschlimmste, was passieren kann. In jedem Fall kriegt man besagte Einzelperson noch bis zur nächsten Zivilisationspunkt, quasi Ewak-Punkt, geschleift und da kann überhaupt nichts passieren. Also das ist wirklich, die sind alle paar Kilometer, gibt es irgendeine Möglichkeit, eine Anbindung ans Verkehrsnetz zu bekommen. Also eben variierend von im schlimmsten Fall nur ein Taxi, das kostet halt entsprechend ein bisschen mehr Geld, zu im Idealfall Bus und Bahn. Beides relativ günstig, auch wenn man spontan, also nicht im Voraus bucht, sondern spontan einfach nur in den nächsten Ort fahren möchte, das kann man durchaus bezahlen. Das konnte ich sogar als Student noch einigermaßen bezahlen. Ich war ja schon ein paar Mal auf dem Weg, kommt auch noch später. Ja, also das auf jeden Fall wichtig. Vielleicht so konditionstechnisch, dass man es so grob einschätzen kann, also so einen, na sagen wir mal 16 bis 20 Kilometer Marsch in Deutschland in so einem ganz leicht hügeligen Gewellende, also jetzt vielleicht nicht unbedingt richtig in der völligen Plattenebene, sondern so leicht hügelig und zwar wirklich nur hügelig, also keine 500 Meter Höhenunterschied auf der gesamten Strecke, sondern vielleicht 100, irgendwie sowas insgesamt rauf und runter, also so ganz leicht. Wenn man das bewältigen kann, so 16 bis 20 Kilometer und danach sagt, okay, ich bin jetzt nicht völlig tot und kann nie mehr weiterlaufen, sondern ja, das war jetzt zwar anstrengend, aber das habe ich jetzt schon gut überstanden und fühle mich noch einigermaßen wohl. Man darf ruhig müde sein, man darf auch kaputt sein, man darf auch ein bisschen schmerzende Füße haben, aber man sollte sich noch so einigermaßen wohlfühlen. Also wenn man sich dann gemütlich hinhockt und die Beine hochlegt vielleicht, dann soll es einem gut gehen. Das ist so der Fitnesslevel, den ich jetzt mal ganz vorsichtig voraussetzen möchte. Es darf da auch ein bisschen drunter sein. Also ich bin das Ding schon gelaufen mit sehr jungen Menschen. Die jüngste war, glaube ich, 15. Die war zu allem Überfluss auch noch signifikant unter 1,50 Meter groß und die hatte auch keine Schwierigkeiten. Also die ist da gut durchmarschiert und die hatte noch nicht mal den leichtesten Rucksack. Die hat bestimmt, also man muss sagen, für diese Größe dürfte sie eigentlich 7,5 Kilo Rucksackgewicht bloß mit sich herumschleppen. Dazu, das ist halt nun mal ein biologischer Faktor, jetzt werde ich gleich wieder getötet. Ist halt nur ein Mädel gewesen. Die hat halt jetzt nicht so das... den Vorteil, den das Y-Chromosom so mit sich bringt, was körperliche Beanspruchung angeht. Das hat ja auch jede Menge Nachteile, ne? Haarausfall, wir sterben früher, wir sind blöd. Wir machen Dinge, die man nicht so wirklich immer logisch nachvollziehen kann. Okay, das tun Frauen auch, nur andere Dinge. Gut, das nur am Rande angemerkt. Und ja, also auch solche Leute haben das geschafft. Auch das andere Extrem, ja, so sagen wir mal etwas voluminösere Herren, ziemlich voluminös, die sind da auch drüber gekommen. Die muss man dann bergauf teilweise ein bisschen schieben oder ein bisschen ziehen und es dauert ein bisschen länger. Oder man macht halt Staffellauf, das heißt, Ben rennt hoch, rennt wieder runter, holt den nächsten Rucksack. Rennt wieder hoch, legt den oben hin, rennt wieder runter, holt den nächsten Rucksack, während dann nach und nach die langsamen Leute halt ohne Rucksack irgendwann auch auf dem Berg sind. Und sowas muss ja nicht zwingend nur der Ben machen. Das funktioniert auch mit anderen, etwas fitteren Teilnehmern, die dann auf der Tour dabei hat und ich selber würde mich ja auch nur als durchschnittlich fit bezeichnen wollen. Also so, nein, bestimmt nicht ultimativ, gar nicht. So, das eben, wie gesagt, also das zur Schwierigkeit. Dann solltet ihr vielleicht nicht unter extremer Höhenangst leiden. Es gibt so ein paar Stellen, da muss man so ein ganz kleines bisschen an so einem Seeufer entlang, an so einer, ja, Klippe kann man es fast schon nicht nennen, bisschen klettern, also wirklich nur minimal. Also heißt, wenn ihr wirklich so richtig extreme Höhenangst habt und sobald man euch in 3 Meter Höhe über irgendwas stellt, dann kriegt ihr richtig Panik und seid überhaupt nichts mehr fähig. Ist das auch kein Problem. Und es ist ein bisschen Trittsicherheit auf jeden Fall auch erforderlich. Also heißt, sobald eine Bananenschale auf einem Fußballplatz liegt und ihr sollt über den Fußballplatz laufen, dann steuert ihr zielgerichtet die Bananenschale an und rutscht darauf aus. In diesem Fall wäre es vielleicht auch nicht so gut, wenn man so einen West Highland Way macht, aber sonst sollte das kein Problem sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, auf Ausrüstung gehe ich auch noch ein, muss ich mir auf einen Zettel schreiben, scheiße, auch keinen Stift, doch habe ich diesen hier. Der passt farblich nicht zum Rest, aber das macht nichts. So, ja, wichtig,
feste Schuhe. Und zwar Kategorie BC-Schuhe. Also das heißt ein Trekkingstiefel. Ein B-Stiefel, das ist so ein, ja, es ist ein Wanderstiefel. Der ist schon fest, der gibt aber schon durchaus noch nach. Der hat auch noch eine leicht nachgiebige Sohle. Ein BC-Stiefel, der ist dann auch vom Material her noch ein Ticken fester, nicht mehr viel, aber der hat schon eine sehr feste Sohle, das ist wichtig, die so gut wie gar nicht mehr nachgibt. Man kann das Ding, das werde ich machen, auch mit einem C-Stiefel laufen. Der ist theoretisch schon steigeisenfest. Meine aktuellen Schuhe, die da muss ich auch noch ein Video zu machen. Eieieiei. Die sind tatsächlich auch schon ein C-Stiefel, dafür sehr leicht und da bewegt sich die Sohle überhaupt nicht mehr. Die ist hundertprozentig starr. Auf Geröll ist das toll und Geröll werden wir hin und wieder mal haben. Es geht teilweise auch über weichen Boden, es geht teilweise leider auch über Straßen, aber das ist sehr wenig. Also der Straßenanteil, der hält sich, ja, was heißt sehr wenig? Es gibt schon Touren, die haben überhaupt keinen Straßenanteil, der Kungsleden zum Beispiel, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Also es ist auf keinen Fall ein Problem. Es wird eigentlich meistens als recht angenehm empfunden, wenn man da jetzt mal ein bisschen auf der Straße relativ flott vorwärts kommt. Gut, jetzt aber die Anreise. Und da möchte ich auch gleich mal auf den Faktor Kosten eingehen, denn zahlt natürlich jeder selber. Also seinen eigenen Teil, seine individuelle Anreise. Das variiert ja auch ein bisschen, je nachdem, wo man in Deutschland halt eben herkommt. Und alle weiteren Kosten, die wir unterwegs haben, das rechnen wir halt pro Kopf um. Und dann zahlt es halt jeder selber oder schmeißt halt eben ein bisschen Geld in den großen Topf und aus dem großen Topf wird alles bezahlt. Und das können wir ja auch noch demokratisch entsprechend ein bisschen regeln. Aber im Grunde alles, was an Kosten anfällt, geteilt durch 9 oder 8 oder nur 7 oder nur 6, je nachdem, wenn halt nicht so viele Leute mitwollen, wäre das natürlich auch okay. Stattfinden wird das Ganze ab 4 Personen, also 3 plus ich. Wollte ich vielleicht übrigens auch noch gesagt haben, weil drunter ist mir dann auch zu doof. Anreise ist also möglich, einmal mit dem Bus, der braucht ab Köln, wenn man ihn entsprechend optimal bucht, braucht er ab Köln circa 24 Stunden bis Glasgow. In Glasgow geht es fast los. Da muss man dann auch mit so einem mehr oder weniger S-Bähnle raus nach Millgay fahren und da geht es dann tatsächlich los. Ab da wird gelaufen. Es gibt einen winzig kleinen Passage durch Glasgow, wo man auch zu Fuß gehen muss, nämlich zwischen der Busstation und der Eisenbahnstation, also im Bahnhof halt. Und das war es eigentlich. Es ist also, ich persönlich würde die Busvariante fast bevorzugen. Der Haken ist halt eben, es geht einen ganzen Tag und zurück geht es halt auch wieder einen ganzen Tag. Man braucht also halt nochmal etwas mehr Urlaub. Da man aber wahrscheinlich eh 2 Wochen Urlaub nimmt und wir circa 11 Tage jetzt mal verplant haben, dann hat man ja 13 Tage, dann hat man sogar noch einen Tag übrig, um sich von den Strapazen zu erholen. Der Urlaub ist wieder vorbei. Ist also, finde ich, theoretisch machbar, aber das muss überhaupt nicht sein. Man kann nämlich auch fliegen. Ich habe mal geguckt, ganz aktuell, achso, Bus 80 € habe ich gesagt, oder? Also hin und zurück. Ist durchaus sehr günstig, finde ich, für die Anzahl an Kilometern, die da zurückgelegt wird. Flug 170 € derzeit aktuell für einen fiktiven Termin, der so ungefähr in dem Bereich liegt, wo ich halt mir denke, dass man theoretisch gehen könnte. Also ganz fiktiv. Und da ist halt aktuell 170 €. Leider gibt es aktuell keinen günstigen Direktflug, der in dem entsprechenden Zeitrahmen liegt, sondern es wäre mit Umsteigen und zwar in Amsterdam. Der eine oder andere weiß vielleicht, warum ich das nicht so lustig finde. Und dauert dann insgesamt, Reise dauert circa 12 Stunden. So. Kostenpunkt 170 €, habe ich glaube ich schon gesagt. Das ist mit Gepäck, also inklusive Gepäck. 20 Kilo, glaube ich. Nee, das war ein anderer Flug. Also auf jeden Fall genug Kilo an Gepäck, das kriegen wir dann hin. So. Das müsste man diskutieren, was man lieber haben mag. Fliegen ist sicherlich wirklich deutlich schneller, allein deswegen, weil dann nicht weil jeder individuell hinfliegen kann. Wir haben dann ja alle andere Flughäfen, je nachdem, wo aus Deutschland man herkommt. Und ja, das wäre, glaube ich, schon günstig. Weil wenn jemand halt weit weg wohnt von zum Beispiel Köln, muss er ja erst nach Köln. Wenn er da mit dem ICE fährt, ist er sowieso gleich arm, es sei denn, er kriegt den super Sparpreis oder was weiß ich was alles. Bahnfahren ist. Habe ich schon viel gemacht in meinem Leben. Ich habe jedes Mal gedacht, das ist einfach viel zu teuer, das sollte nicht so teuer sein. Egal. Ist es in Schottland übrigens auch nicht.
So, das war die Anreise. Nur grob, wie gesagt, das können wir alles noch diskutieren. Gerade eben, je früher ihr sagt, ihr hättet intensives Interesse, da mitzukommen, desto mehr könnt ihr mitreden. Weil irgendwann ist es fix, wenn er dann irgendwie, sagen wir mal, nächstes Jahr im März auf die Idee kommt, oh, ich würde doch eigentlich gerne mit, dann besteht nur die Möglichkeit, sich anzuschließen unter den gegebenen Bedingungen oder halt nicht. Jetzt kann man noch wunderbar mitdiskutieren. Also ist vieles ist wirklich völlig frei. Gut, dann zur Etappenplanung. Das können wir natürlich im Detail auch noch mal ein bisschen für uns selber regeln. Ich versuche mich jetzt so kurz wie möglich zu fassen. Plan ist, dass wir abends ankommen in Glasgow. Dann fahren wir abends noch raus nach Millgay, also dieses Startdorf. Laufen noch 1 bis 2 Kilometer raus in den Wald und in so einem schönen Wäldchen. Da gibt es dann den ersten Zeltplatz, da kann man auch als Gruppe gut unterkommen. Also so ein Wildcamping-Zeltplatz. Da würde ich dann eben sofort quasi Lageraufbau machen. Was essen kann man vorher noch am Bahnhof. Da müssen wir jetzt nicht nur das große Kochen anfangen, da wird es dann relativ spät sein. Und dann gehen wir schlafen und dann können wir am nächsten Morgen ausgeruht in Ruhe frühstücken und dann zu einer relativ frühen Zeit loslaufen, vielleicht um 9 beispielsweise. Das kann man diskutieren. Wegen mir kann es auch 8 sein. Früher steige ich. Aber wegen mir dürfte es auch 10 sein. Das wäre auch noch in Ordnung. Aber gucken wir einfach mal auch außerdem, bis man ein Lager abgebaut hat. Gerade wenn es das erste Mal ist, dann geht das eh alles länger als geplant. Wenn man also um 9 los will, muss man spätestens um 7 aufstehen. Spätestens. Deswegen ist, glaube ich, 9 durchaus noch früher, macht keinen Spaß. Also eine ganz gute Zeit. So, dann erste Etappe. Die ist ein bisschen verzwickt. Auf der kenne ich mich auch nicht so gut aus. Da bin ich erst einmal gelaufen. Das nördliche Teil, den nördlichen Teil vom Kungsleden, oh Gott, West Highland Way, den kenne ich in- und auswendig. Da kann ich jeden Stein umdrehen und weiß, wer drunter wohnt. Ja, fast. Aber den südlichen Teil, gerade insbesondere den Anfang, da war ich jetzt noch nicht so oft. Deswegen bin ich da auch noch nicht hundertprozentig mir sicher, wo man denn das Ende besagter Etappe macht. Grundsätzlich wollen wir nach Drymen. Wir könnten theoretisch noch weiterlaufen nach Balmaha. Das Problem ist, heißt das so? Balmaha. Jawohl. Das Problem ist, das ist dann schon ziemlich weit und als erste Etappe wäre mir das, glaube ich, zu krass. Insbesondere, da wir es ja gemütlich angehen lassen wollen. Also so grob Höhe Drymen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten zur Übernachtung. Und zwar, einmal ist außerhalb von Drymen, Moment, wo ist es denn? Ist es hier eingezeichnet? Jawohl, da ist es. Also hier. Drei Drymen, ich hoffe, man kann das so halbwegs erkennen. Und da wäre dann der offizielle Zeltplatz, der kostet ein bisschen Geld. Der hat schlechte Bewertungen im Internet. Also man kann da sicher übernachten, ohne zu sterben, ne? Aber ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Können wir machen, können wir machen. Die Alternative besteht halt darin, dass wir hinter Drymen, das ist dieser Kartenabschnitt. Hier quasi dann noch ein bisschen in den Wald marschieren und irgendwo da, Moment, wo? Hier, da kurz vor der Kartenfaltung, da ist so ein kleines Symbol, das weist darauf hin, dass es da theoretisch einen Wildzelten-Zeltplatz geben soll. Also eine schöne Wiese zum Beispiel könnte das sein. Ich weiß es nicht, ich war da noch nie. Das wäre die kostenlose Variante und wir wären halt schon ein Stück weiter. Allerdings, da geht schon noch mal ordentlich den Berg hoch. Das sind auch schon noch mal ein paar Kilometer. Ob wir das dann überhaupt noch Lust haben zu laufen, das müssen wir dann halt eben sehen. Also der erste Tag, das ist wirklich so ein bisschen kritisch, ist abzuwarten, inwiefern man das hinbekommt. Ich will nicht allzu viel mit der Karte jetzt zeigen, weil ich Angst habe, dass ich dann wegen Urheberrecht Probleme bekomme. Zweiter Tag, sehr kurze Etappe zum Erholen vom ersten Tag, weil zweiter Tag ist meiner Erfahrung nach oft für viele Leute, inklusive mir selbst, relativ anstrengend, weil man ist es nicht gewöhnt. Man verausgabt sich am ersten Tag ein bisschen zu sehr. Man möchte am zweiten Tag dann nicht noch eine Riesenetappe haben, sondern da ist es schön, wenn es was Kleines ist. Außerdem, die endet an einem schönen Strand.
am Loch Lomond. Man kann, wenn man möchte und wenn man entsprechend hart drauf ist, dann da auch eine Runde schwimmen gehen. Es ist auf jeden Fall wirklich ein sehr schönes Stückchen Erde, dieser entsprechende Zeltplatz. Das ist auch ein offizieller Zeltplatz, der ein bisschen Geld kostet. Dafür gibt es ein Klo und fließend Wasser. Aber kein warmes Wasser, also duschen nicht, aber dafür, das ist nicht teuer, das kostet 6 Pfund pro Nase. Das ist, nee, 7 Pfund. Also das ist gut, wenn man bedenkt, dass es da nichts, also fast nichts an sanitären Anlagen gibt, ist es schon relativ teuer. Es gibt aber keine Alternative, weil das ist eine Ecke, gerade das Loch Lomond Ufer, da darf man nicht wild zelten. Wenn das jeder macht, dann ist das Loch Lomond Ufer irgendwann verdreckt und deswegen gibt es da eigentlich nur diese Möglichkeit. Das müsst ihr mir jetzt halt einfach mal so glauben. Wäre eine kurze Etappe, ich denke, das laufen wir in maximal 4 Stunden. Erste Etappe 5 bis 7. Ich kann auch nicht einschätzen, wie schnell dann die Gruppe entsprechend sein wird. Aber spätestens in 7 sollte es auch, wenn wir den spät weiter entfernten Zeltplatz ansteuern, durchaus machbar sein. Als langsame Gruppe. Ganz gemütlich. Ja, also wirklich ganz gemütlich. Glaubt mir das bitte, das ist alles machbar. So, nächster Tag, dritter Tag, das ist die eine schwierige Etappe, beziehungsweise die wird sich wirklich hinziehen. Wenn es dumm läuft, haben wir da Gesamtunterwegszeiten, also mit Pause, inklusive Pause, von 10, 10,5 Stunden könnte passieren. Kann auch sein, dass wir in 7 durch sind. Das Problem ist, dass das Gelände relativ schwierig ist, relativ anstrengend, nicht gefährlich, nur schwierig im Sinne von an Kraftaufwand, weil man große Schritte machen muss, um sich zum Beispiel auf irgendwelche Felsen zu begeben. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Dafür gibt es einen schönen Wasserfall unterwegs. Es gibt Rob Roys Höhle. Rob Roy ist vielleicht ein Begriff. Robert Roy McGregor, berühmter Schotte. Der eine. Der andere heißt Mel Gibson. Nein, William Wallace natürlich. Ganz alter Witz. Ganz dummer Ben-Witz, aber den bringe ich bei jeder Gelegenheit. Egal. Das ist die fieseste Etappe von der ganzen Tour. Schaffen wir irgendwie. Notfalls müssen wir ein bisschen Gewicht umlagern oder irgendwer läuft vor, der super fit ist, legt seinen Rucksack am Ende schon mal ab, kommt zurück, nimmt jemanden, der nicht so fit ist, den Rucksack ab, läuft das Ganze mehrfach. Das haben wir schon mal gemacht auf einer anderen Tour, wo ich als Gruppe unterwegs war. Das hat super funktioniert und im Endeffekt sind dann halt alle wohlbehalten angekommen und am nächsten Tag konnten sie auch alle wieder weiterlaufen. Und da waren wirklich Leute dabei, die waren gar nicht fit. Also das ist durchaus machbar. Also wirklich jeder, der eine halbwegs vernünftige Hausfrauen-Couch-Potato-Kondition hat, der kommt da auch durch. Das ist alles machbar, definitiv. Halbwegs gesunde Gelenke sollte man haben. Wenn man die nicht hat, dann braucht man entweder Trekkingstöcke oder noch Kniebandagen vielleicht, wenn es zum Beispiel an den Knien scheitert, also irgendwelche orthopädischen Hilfsmittel, dann kommt man auch schon wieder durch. Also meine Erfahrung, ich habe ja auch kaputte Knie. Im Prinzip dürfte ich überhaupt nicht rumlaufen. Nächste Etappe ist dann bis zu kurz vor oder über, da müssen wir mal gucken, wo man einen schönen Zeltplatz finden, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da würde man wirklich richtig wild zelten, heißt, wir können individuell entscheiden, wo wollen wir denn jetzt hier unser Lager aufbauen, über dem Ort Cranlough oder Cranlough, ich wusste mal, wie man das korrekt ausspricht, aber wenn ihr es googeln wollt, dann schreibt man es Cranlough, ungefähr. Wer mag, kann dann abends, die Option gäbe es, noch runter in den Ort laufen. Wir müssen am nächsten Tag sowieso durch. Und ja, den nächsten Pub aufsuchen und einen Talisker zum Beispiel trinken. Talisker ist sehr, sehr, ja, der ist gut nach einer langen Tour. Oh ja. Also Whisky. So, nächste Etappe zu meinem Lieblingsort von Cranlough nach Tynedrum, die ist auch relativ kurz, also die davor, die war auch ganz in Ordnung, alles machbar, also wirklich nichts Schlimmes, so 5 Stunden Laufzeit ungefähr. Das ist mit Pause, dann können wir den ganzen Tag Zeit lassen, dann können wir 10 Stunden unterwegs sein, 5 Stunden Pause machen, 5 Stunden laufen, kein Problem, geht, muss man nicht so machen, geht aber. Und wenn die Gruppe das so machen möchte, dann machen wir das so, überhaupt kein Problem. Also macht euch bitte wirklich keine Sorgen, Einsteigertour, machbar. Absolut machbar. Bisschen Herausforderung da am dritten Tag. Vielleicht ein bisschen mehr, aber auch das machbar und vollkommen ungefährlich. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist völlig ungefährlich. Kann nichts passieren. Und in Tynedrum, da kommt man dann hin, da gibt es erstens eins der besten Fish and Chips Restaurants Großbritanniens und zweitens mehrere Pubs und drittens können wir da auch nochmal Lebensmittel einkaufen. Also bis dahin, bis nach Tynedrum,
wenn man jetzt nicht sagt, man kauft unbedingt in Cranleric noch was ein und will Gewicht sparen und nimmt für einen Tag weniger Proviant mit. Aber spätestens in Tyndrum sollten wir dann auch unseren Proviant wieder entsprechend auffüllen und dieses Fish and Chips Restaurant ist wirklich gut. Der Pub auch. Ist nicht der beste Pub, der kommt später. Gut. In Tyndrum würden wir dann auch auf einen regulären Campingplatz gehen, einfach damit man mal wieder duschen kann. Für diejenigen, das soll ja eine Einsteigertour sein, heißt, wir müssen auch nicht ertragen, dass wir über viele, 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 viele Tage uns nie waschen. Im Idealfall haben wir am Vortag im Loch Lomond gebadet und am Vorvortag auch im Loch Lomond gebadet. Alle, damit wir alle möglichst wenig stinken, wenn nicht, gut ein paar Tage, so 2 bis 3 Tage ohne Dusche bzw. Bad. Das halten wir, glaube ich, alle untereinander aus. Das Gute ist, alle stinken ja ungefähr gleich, außer die eine Hälfte badet und die andere Hälfte nicht. Dann wird es mit der Zeltverteilung eventuell gewisse Umstrukturierungen geben. Aber auch das gehört dazu. So, jedenfalls in Tyndrum auf dem Campingplatz kann jeder duschen. Kostet, ich glaube, 10 Pfund, 9 Pfund pro Person. Ja, absolut bezahlbar. Sollte Scheißwetter sein, wir sagen, wir leisten uns das, dann können wir auch eine kleine Hütte haben für uns alle 8. 9. Man muss halt auf dem Fußboden schlafen, auf der Isomatte mache ich freiwillig, kein Problem. Daran soll es nicht scheitern, falls wir dann zu 9 sind. Jedenfalls, da gibt es dann auch so tolle Hütten. Das ist dann, wenn man bedenkt, dass man es halt eben durch die hohe Anzahl an Personen zahlt, auch durchaus bezahlbar. Und wenn wir die Schnauze voll haben vom Zelten, ist auch das eine Möglichkeit, wie gesagt. Tyndrum, ansonsten Pub und so weiter und so fort. Gut, nächste Etappe ist bis zum Inverrone Hotel über einen wunderbaren Berg mit wunderbarer Aussicht. Ist, ja, vielleicht 6 Stündchen ungefähr. Mehr muss ich zu dem Ding jetzt nicht erzählen. Nächste Etappe ist durchs Rannoch Moor. Das ist ein riesiges Moorgebiet, wahrscheinlich die größte Wildnis entlang des Weges. Also es gibt immer mal wieder einzelne Plätzchen, die man durchaus als Wildnis bezeichnen kann. Aber die große, zusammenhängende, wo man auch keine Möglichkeit hat, jetzt mal wirklich in die Zivilisation zurückzukommen, es sei denn, man läuft da einmal quer durch. Das ist eben dieses Rannoch Moor. Wir würden aber direkt davor zelten und direkt danach. Und damit ist das Stück, was man da durch muss, gut zu bewerkstelligen an einem Tag. Ungefähr geht es seit 4 bis 5 Stunden. Also wir können wieder 5 Stunden laufen, 5 Stunden Pause machen. Da kommt man auf jeden Fall durch. Das ist auch wieder kein Risiko. Auf der anderen Seite vom Rannoch Moor, also diesem großen Moorgebiet, gibt es das King's House Hotel Pub. Also man kann da auch natürlich übernachten. Machen wir nicht. Wir gehen auf die Insel. Da gibt es nämlich eine Insel, auf der kann man auch zelten. Das Schöne ist, Ritual, wichtig, muss man jedes Mal machen, wenn man in Schottland am King's House Hotel vorbeikommt. Also ich zumindest, also ihr auch. Das Ritual besteht darin, dass man in den Pub geht und dort diverse alkoholische Getränke konsumiert. Ich bin ja normalerweise kein Fan von großem Besäufnis, aber es müssen genügend alkoholische Getränke sein, um den Weg zurück von Steinchen zu Steinchen hüpfend auf die Insel ein bisschen abenteuerlich zu gestalten. Und wer reinfällt, könnte man eigentlich überlegen, ob der die Zeche zahlt. Das könnte man mal überlegen. Nein, zahlt schon jeder selber, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich lustig, wenn jemand reinfällt. Es ist noch jedes Mal irgendwer reingefallen. Gut, nächste Etappe. Über den Devil Staircase, des Teufelstreppenhaus, nach Kinlochleven. Da kann man dann übrigens wieder in den Pub gehen und es wäre der nächste Campingplatz, bei dem man auch duschen könnte. Und übernächste Etappe, die letzte reguläre Etappe, rüber nach Fort William. Das ist sehr weit, vergleichsweise, das sind 20 Kilometer. Die anderen Dinger, das waren jeweils so, vielleicht mal 15, 16. Das Problem ist nicht, dass der Weg schwierig ist, das Problem ist einfach wirklich die Entfernung, die Gesamtstrecke. Dauert halt ein Weilchen. Ist aber nicht schwierig, hat auch noch jeder geschafft, kann man notfalls im Zombie-Modus laufen. Also auch nicht weiter dramatisch. Dauert vielleicht zwischen 4 und 8 Stunden, erfahrungsgemäß. Also ich habe schon zwischen 4 und 8 Stunden gebraucht. Es hat mal einmal geregnet in Strömen, keiner wollte Pause machen, alle wollten einfach nur ankommen, sind einfach nur durchgelaufen, im Zombie-Modus eben. Das war diese 4-Stunden-Geschichte. Und als mal ganz tolles Wetter war und man alle 5 Meter stehen geblieben ist, um einem Schmetterling zuzugucken und so weiter und so fort. Also Frau ist alle paar Meter stehen geblieben auf dem Schmetterling. Jedenfalls, da war ich auch nur zu zweit. Das hat 8 Stunden gedauert. So,
Am Ende ist dann auch wieder ein Campingplatz, der Caravan, Lochaber Caravan Park, Fort William, was auch immer. Da würden wir dann auch nochmal, weil es da einfach keine Möglichkeiten gibt, wild zu zelten, auf diesen Campingplatz müssen. Und jetzt ist die große Frage: Kürzt man jetzt einen Tag ab und fährt dann nach Hause? Oder nutzt man den letzten Tag, den ich eigentlich einkalkuliert habe, für die Besteigung von Ben Nevis, Großbritanniens höchstem Berg, ein wirkliches Erlebnis, da mal hochgestapft zu sein? Der ist machbar, auch wieder für jedermann. Wenn der Jedermann nicht völlig bescheuert ist und dann Flipflops oder ähnlichem hochläuft, dann ist das auch wieder relativ, na sagen wir mal, zu 98,7% ungefährlich. Ein ganz kleines bisschen aufpassen sollte man halt schon und wissen, was man tut, wenn man auf so einen Berg steigt. Der ist halt hochalpin, auf dem Gipfel. In der Regel sieht man nichts und steht in der Wolke. Es ist trotzdem ein Wahnsinnserlebnis. Ich würde sehr empfehlen, dass wir den in die Tourplanung mit aufnehmen. Muss aber nicht. Muss nicht sein. So, am nächsten Morgen, also eben entweder auf den Berg steigen und dann am nächsten Morgen oder direkt am nächsten Morgen muss man dann noch ins Dorf reinlaufen, also nach Fort William selber, und kann in Fort William vielleicht noch eine Kleinigkeit einkaufen. Und dann würden wir uns auf gegen Mittag einen Zug schnappen. Den können wir auch vorher buchen. Der kostet nur ganz, ganz wenig Geld. Vielleicht so 12, 13, 14, 15 Pfund pro Person zurück nach Glasgow und dann entsprechend wieder mit dem Bus oder mit dem Flieger. Vielleicht auch Hinreise mit dem Bus und zurück mit dem Flieger oder andersrum hin mit dem Flieger, zurück mit dem Bus. Das können wir uns auch überlegen. Dann geht es jedenfalls wieder heim. So, und das ist es dann gewesen. Ich will das jetzt nicht zu sehr ins Detail ziehen. Natürlich kann ich zu den jeweiligen Etappen auch noch erzählen, was es dazu zu sehen gibt, naturtechnisch. Wichtig an dieser Stelle ist auf jeden Fall noch, dass ich immer mal wieder zwischendrin auch gedenke, kleine Vorträge zu halten, was es jetzt hier an interessanten Pflanzen gibt. Beispielsweise die schottische Nationaldistel, die berühmte Scotch Pine, also die schottische Kiefer, dann die berühmte schottische Eiche, ist auch nochmal ein bisschen was Spezielles. Generell die Entwicklungsgeschichte von Schottland, die ist nämlich deshalb interessant, weil es eine lange, lange, lange Periode der natürlichen Entwicklungsgeschichte von Schottland gab und dann eine noch nicht mal so wahnsinnig lange Entwicklungsperiode von Schottland unter, na sagen wir mal, zivilisatorischen Einflüssen. Weil eigentlich wäre fast ganz Schottland bewaldet, wir werden aber nur vergleichsweise wenig Wald sehen. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Die Tour ist nicht so wie meine Fjelltour in Schweden, wo es nur ganz, 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 ganz paar Bäume mal gegeben hat. Es gibt schon immer mal wieder Wälder, aber keine großen Waldgebiete. Teilweise läuft man auch nur dran vorbei und geht nicht direkt durch. Aber eigentlich wäre Schottland vollständig bewaldet. Aber wie gesagt, waldtechnisch, wer gerne unbedingt Wald haben braucht, der kommt schon auf seine Kosten. Die Etappen, wo es dann mal wirklich durch die baumlose Pampa geht, das sind nicht so viele und die baumlose Pampa hört dann auch wieder auf. Ne? Also da auch wieder keine Panik haben, das ist nicht mit meiner Schwedentour zu vergleichen. Was muss man jetzt noch sagen? Ja, wie gesagt, Essen am Anfang tragen wir es für 5 Tage mit. Das nehmen wir am besten aus Deutschland mit. Da müssen wir vor Ort nicht noch groß einkaufen und überlegen, was wir da jetzt mitnehmen. Man kann auch von daheim einfach optimiertere Nahrungsmittel mitnehmen. Zum Beispiel die Luft aus Verpackungen rausdrücken, und so weiter und so fort. Solche Späße halt. Was gibt's zu essen? Beispielsweise Nudeln mit Tomatensoße. Man könnte auch ein bisschen, zum Beispiel so Sojafleisch reinschmeißen. Das ist halt ein beliebtes Trekkingessen. Ich stehe da jetzt auch nicht so drauf, aber es ist halt was zum drauf rumkauen. Macht eine Bolognese-Soße in Anführungszeichen. Das Zeug ist gut haltbar, kann man gut mitnehmen. Richtiges Hackfleisch, nee, schwierig, ne? Sollte allgemein bekannt sein. Ein Klassiker sind die sogenannten schottischen Käsenudeln. Die bestehen aus gekochten, dann noch mal ein bisschen angebrutzelten Nudeln mit viel Zwiebeln. Theoretisch kann man auch gerne Knoblauch dran schmeißen. Da müssen wir uns dann auch noch darauf einigen, ob wir eine Knoblauch-mögende oder Knoblauch-nicht-mögende Gruppe sind. Und dann roten und den gelben Cheddar. Oder Leicester. Einer von beiden heißt, glaube ich, sogar Leicester. Ich weiß es nicht, aber das sind so zwei typische einheimische Käse. Die kann man wunderbar in Würfel schnibbeln. Die schmeißt man dann auch drüber. Dann kriegt man so eine Art, ja, Käsespätzle in Anführungszeichen, haben ganz charakteristischen, relativ starken Geschmack. Dieser Käse ist schon recht intensiv. Sehr lecker. Sehr, 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 sehr lecker. Ich würde vorschlagen, wir nehmen drei Trangia-Kocher mit. Spiritus gibt es da überall, ist überhaupt kein Problem. Und dann kann man eben auf 3 verschiedenen Töpfen, zum Beispiel im einen die Zwiebeln anbraten, im anderen Nudeln kochen und im dritten beides zusammenschmeißen und anbraten und halt eben, damit der Käse auch noch schön verläuft. Zum Beispiel.
nur einfach mal was in den Raum geschmissen zu haben. Ich habe es ja schon mal gesagt, eben als ich dann mal kurz fragen wollte, ob denn grundsätzliches Interesse an so Natur besteht. Ich kenne schon ein paar Rezepte für Outdoor-Küche. Man kann auch mal Tortellini mit Tomatensoße machen. Man kann auch mal Tortellini mit irgendeiner Käsesahnesoße machen. Ohnehin, Sahnesoßen sind kein großes Problem. Wenn man eine große Gruppe ist, dann kann man auch durchaus einen Liter Sahne mitschleppen. Die Option gibt's und dann halt eben noch ein Beutelchen Käse dazu. Wenn man jetzt sagt, das machen wir halt am ersten Tag, dann hält sich auch zum Beispiel eine Packung geriebener Käse über 2 Tage ungekühlt. Das geht auch. Da gibt es also schon Möglichkeiten. Was natürlich auch mal schön wäre, wäre am zweiten Tag abends, da hätten wir die Möglichkeit auch ein Feuer zu machen. Da gibt es so offizielle Grillstellen. Inwiefern man da Holz auch noch gleich dazu buchen kann, weiß ich nicht. Werde ich mich aber noch schlau machen. Und dann könnte man am Feuer zum Beispiel Bannock machen. Bannock ist ein Begriff, also Steinbrot. Also einfach halt so Fladen auf einen heißen Stein schmeißen. Dann werden die irgendwann heiß. Dann legt man sich zum Beispiel noch ein bisschen Salami oder Schinken drauf, rollt zusammen, futtert, schmeckt hervorragend. Theoretisch auch Pfannkuchen wäre möglich, noch vielleicht ergänzt mit ein paar Kräutern vor Ort sammeln, ne? So Wildkräuter, Pfannkuchen, auch eine sehr leckere Sache, vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Schinken rein. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, auch wirklich leckere Sachen zu kochen. Was ich nicht plane und eigentlich überhaupt nicht einsehe, weshalb man das mitnehmen müsste, wäre jetzt irgendwelche Expeditionsnahrung. Wir sind viele, viele Leute. Da hat man Optionen, was Essen mittragen angeht. Man kann da selbst einen Sack Kartoffeln mitschleppen, wenn es sein muss. Ein bisschen suboptimal, aber es würde gehen, würden wir hinkriegen. Den müsste man auch am ersten Tag dann essen oder am zweiten spätestens. Will man ja nicht so lange mittragen. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge kulinarische Möglichkeiten. Nur um das nochmal klarzustellen. Punkt Ausrüstung. Ich habe ein 2-Personen-Zelt. Ich habe noch ein 1-Personen-Zelt, das hilft uns aber nichts. Das heißt, wir brauchen irgendwoher noch 2-3-Personen-Zelte, wäre gut. Oder, also ich denke auch drüber nach, ob ich mir nicht aus verschiedenen anderen Gründen auch noch ein einfacheres 3-Personen-Zelt zulege. Das werde ich wahrscheinlich tun. Dann bräuchten wir noch ein weiteres 3-Personen-Zelt. Also heißt, wenn jemand mit will, der zufällig ein halbwegs brauchbares. Es muss also jetzt nicht Akto, Hilleberg, Quatsch, Akto ist keine Marke, Akto ist ein, wurscht. Also es muss jetzt nicht Hilleberg sein, auch nicht Fjällreven. Irgendwas deutlich günstigeres reicht, aber es sollte halt vielleicht auch nicht Quechua sein. Wem das was sagt. Also das ist eine Discounter-Marke. Das ist dann irgendwie ein bisschen als Zelt vielleicht doch ein bisschen fragwürdig. Dann eben, wie gesagt, Schuhe, schöne, stabile Bergstiefel, bitte auch wahrscheinlich von einem namhaften Hersteller, also Lowa, Hangwag, Meindl, irgendwie sowas in der Richtung. Gibt es noch ein paar andere. Halbwegs brauchbare Regenklamotten wären zu empfehlen. Es wird regnen, das verspreche ich. Schuhe sollten demzufolge, also entweder Lederstiefel, mit deren Wachsung man Erfahrung hat. Also man weiß, die halten über längere Zeiträume dicht, weil ich das schon 17.000 Mal ausprobiert habe. Oder man nimmt halt Gore-Tex-Stiefel. Jetzt gibt es auch Leute, die mit den Dingern schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Mehrheit hat aber gute Erfahrungen, denke ich, meistens mit Gore-Tex-Stiefeln gemacht und kommt mit denen ganz gut zurecht. Vielleicht habt ihr auch schon irgendwelche Stiefel, dann nehmt ihr logischerweise das, was da ist. Temperaturen, es ist mit allerschlimmstenfalls so 6, vielleicht 5 Grad zu rechnen. Allerdings in einem mit 3 Mann belegten 3-Mann-Zelt ist es gleich mal in ganzen Ecken wärmer. Also ein Schlafsack, der eine Komforttemperatur von 3, 4, 5 Grad hat, würde vollkommen ausreichen. Eine ganz normale Standard-Isomatte, so ein Ding für 10 Euro aus dem Aldi oder woher auch immer, reicht theoretisch auch. Wir werden nie auf irgendwelchen Geröll pennen. Wer mehr Komfort für den Rücken braucht, braucht natürlich was Aufblasbares. Aber im Grunde würde das reichen. Einen Rucksack braucht man natürlich. So 60 Liter pro Nase wäre in Ordnung. Das würde auch vollkommen reichen. Man kann auch ein bisschen weniger nehmen. Dann hängt man sich halt ein bisschen mehr Zeug außen dran. Geht. Ich besitze nichts derart Kleines. Ich würde halt einen entsprechend großen dann natürlich mitnehmen. Kann man selbstverständlich auch. Kann einem dann halt passieren, dass man zum Gruppenlastesel erklärt wird. Das ist nun mal so ein paar Eckpunkte zur Ausrüstung. Also es muss nichts unglaublich teures oder tolles, expeditionstaugliches Zeug sein. Ich habe ja sowas jetzt schon, ich werde es dann auch mitnehmen. Aber brauchen tut man das nicht unbedingt.
Gut, und jetzt ist es so, dass man jetzt vielleicht, also es besteht theoretisch die Möglichkeit, dass da jetzt mehr Leute sagen, ich will da mit, als ich mitnehmen kann. Und an dieser Stelle will ich dann kurz noch per Voice-Over ergänzen, nach welchen Kategorien denn dann da Leute entsprechend mit dürfen sollen. Und zwar, ich will das nicht so machen wie bei den Männern im Waldtouren, First Come, First Serve. Also wer sich zuerst anmeldet, ist am ersten drin. Das ist im Fall von einer so lang in der Zukunft liegenden Tour, finde ich das halt wirklich unfair. Es kann halt einfach nicht jeder jetzt schon sagen, oh ja, ich bin da unbedingt, jetzt weiß ich schon, dass ich da unbedingt dabei bin in ein paar Monaten. Also das möchte ich wirklich nicht als Kriterium ansetzen. Und deswegen mache ich diesmal so eine kleine Kombination eben aus, schon rechtzeitig Bescheid sagen, dass man dabei ist. Und ja, persönliche Eignung würde ich es jetzt vorsichtig mal nennen wollen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, weil dann derjenige, der nicht mitkommt, eventuell denken könnte, dass der sich halt persönlich nicht eignet. Das ist natürlich Quatsch. Also prinzipiell denke ich, würde ich auf jeden Fall unbedingt jeden gerne mitnehmen, der da überhaupt Interesse dran hätte. Aber es geht halt eben technisch gesehen nun mal nicht und ich würde dann halt einfach willkürlich, ja, halt dann die Leute nehmen, bei denen ich halt denke, okay, die passen jetzt gruppentechnisch gut zusammen und das passt mir jetzt gut in mein Konzept, was ich von der Tour habe. Also je nachdem, was ihr mir halt eben entsprechend als Mail schreibt, dass ihr gerne mit wollt, ob ich dann einfach das Gefühl habe, dass ich euch jetzt besonders gut gebrauchen kann. Letztendlich muss ich sagen, ich entscheide das quasi per Egoismus. Ich hätte gern halt Leute dabei, einfach bei denen ich das Gefühl habe, okay, die interessieren sich jetzt so richtig krass, auch für die Landschaft, die Leute und halt auch für die Natur und wollen halt auch gerne ein bisschen was lernen und wollen von mir zugelabert werden. Also das ist so ein bisschen so quasi das Kriterium, weil genau das will ich ja trainieren und genau das will ich üben und deswegen spielt das halt eine gewisse größere Rolle als jetzt vielleicht andere Kriterien, ja. Also wenn ich jetzt sage, ihr könnt leider nicht mit, also zu bestimmten Personen. Dann heißt das jetzt nicht, dass die mir unglaublich unsympathisch sind, oder ich die nicht im Grunde auch gerne mitnehmen wollen würde, sondern es scheitert dann halt letztendlich einfach daran, dass es schon zu viele andere Kandidaten gibt und ja, wer weiß, ob sich nicht irgendwann mal eine Wiederholungsgelegenheit für so eine Tour oder sowas in der Richtung zumindest ergibt. Also dann bitte nicht saumäßig traurig sein. Und ist auf keinen Fall böse gemeint. Also, das war mir jetzt nochmal wichtig klarzustellen, und deswegen eben jetzt dieser kleine Einschub. Ich hatte auch noch überlegt, ob ich mit privaten Freunden und Freundinnen da noch irgendwie ein bisschen was auffülle. Ich hätte da jetzt einen Platz mal reserviert für eine, die möglicherweise mit möchte und uns alle in den Schatten stellt und niederwandert und schneller ist als wir und 5 Rucksäcke trägt gefühlt und so weiter. Und für die würde ich noch erstmal ein Plätzchen frei halten wollen, aber ich glaube nicht, dass sie Zeit und Lust hat. Aber potenziell wäre das eine Möglichkeit. Da wäre dann jetzt zum Beispiel noch zu sagen, so Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, die Gruppe ist immer so schnell wie ihr langsamstes Mitglied. So. Und ganz wichtig, wenn jemand eine Pause braucht, dann machen wir eine Pause. Dann wird nicht diskutiert, ob wir eine Pause machen, sondern dann machen wir eine Pause. Wenn also jemand sagt, er hätte gerne eine Pause, Punkt. Es wird Pause gemacht. Nicht diskutiert. Und wehe, jemand meckert, wenn wir zu viele Pausen machen, in Anführungszeichen. Also das langsamste Mitglied gibt den Takt vor. Ich garantiere euch, das werden unterschiedliche Leute sein. Mal hat jemand einen Scheißtag und ist dann das langsamste Mitglied. An anderen Tag hat er vielleicht den goldenen Haggis gefressen und Superkräfte entwickelt und rennt vorne weg. Das variiert wirklich ganz stark erfahrungsgemäß. Das kann man nie sagen, dass einer immer der schnellste. Ja, gut, das gibt's auch, aber es ist eher selten. Und wichtig ist dann halt eben nochmal, wenn jetzt jemand halt super, super, super schnell ist, dann kriegt er halt ein bisschen mehr Gepäck. Damit muss er dann halt eben einfach rechnen. Jeder muss sich so
weit es seine persönlichen individuellen Möglichkeiten halt eben zulassen, so gut es irgendwie geht, ins Team einbringen. Das ist so der Grundgedanke dabei. Wenn man halt jetzt eben nicht der allerschnellste, allerfitteste Läufer ist und den allerschwersten Rucksack trägt, dann spült man halt abends mal ab. Zum Beispiel. Nur so zum Beispiel. Also ich finde das dann einfach halt fair, dass man sich dann halt versucht, irgendwie so quasi als kleines Dankeschön, du hast mir 10 Kilo Zeug abgenommen, ich nehme mal deinen Becher mit und spüle den halt auch und die Becher der anderen nehme ich dann halt auch gleich mal mit. Nur so beispielsweise. Habe ich auch schon gemacht, ich war auch schon der Lahmste auf diversen Touren. Naja, okay, so oft ist es auch nicht vorgekommen, aber es ist vorgekommen und dann macht man halt mal irgendwie was anderes. Oder macht morgens vielleicht zum Beispiel das Feuer an, steht eine halbe Stunde früher auf oder kocht Kaffee für alle, wer Kaffee haben möchte. Ja, solche Sachen halt eben. Dass man sich halt so gut, wie man seine individuellen Möglichkeiten zulassen, dann einbringt. Solange jeder das so gut macht, wie er es individuell eben kann, darf aber dann auch eben keiner meckern, dass irgendwer sich zu wenig einbringt. Wenn halt jetzt einer immer sich sein Gezeug hinterher tragen lässt, nie was abspült, nicht kocht, keine Ahnung, nicht den Müll entsorgt und generell allen auf den Keks geht, zum Beispiel am Lagerfeuer singt. Nein, wegen mir auch das ist auch okay. Wie gesagt, das können wir alles demokratisch regeln. Aber ja, das ist dann halt natürlich jetzt nicht so schön. Noch aus rechtlichen Gründen der Hinweis, es ist einfach nur so, dass wir jetzt halt eben privat als Gruppe unterwegs sind. Heißt, ich kann auch niemanden rausschmeißen, nach Hause schicken, sonst wie. Ich habe aber auch keinerlei Verantwortung, wenn irgendjemand jetzt tatsächlich blöd genug ist, in ein Loch zu fallen, vorsichtig ausgedrückt. Es gibt keine Löcher und ich hoffe sehr, dass es niemandem passiert, aus Versehen in ein Loch zu fallen. Aber wenn das tatsächlich doch in irgendeiner Form vorkommen sollte, dann ziehen wir denjenigen schon wieder raus, aber verklagen darf er uns dann jedenfalls nicht. Auch nicht, also besonders, insbesondere mich nicht. Ne? Also so ist dann die rechtliche Rahmenregelung. Das ist übrigens alles so lange okay, solange ich keinen einzigen Euro damit verdiene. Das wäre dann auch nochmal wichtig. Deshalb auch nochmal zum Thema Geld. Wie gesagt, wir teilen uns halt alles, was an Kosten anfällt, durch die Personen. Keiner zahlt mehr als die anderen. Was ich an Organisationsaufwand mache und so weiter und so fort, mache ich gerne für mich selber. Ich will es ja lernen. Ist Training für mich und das ist dann wunderbar. Und ja, so viel dazu. Was wir auch auf jeden Fall machen werden, ich habe ja diverse so blöde Gruppenaktionen, Gruppenspielchen, Bewusstseinserweiterung, Scheißdreck und so weiter und so fort auf verschiedenen Seminaren gelernt. Das meiste davon halte ich für ziemlichen Blödsinn. Eine Sache finde ich sehr hilfreich, dass man sich abends einfach nochmal zusammensetzt, jeden Abend, und jeder halt mal kurz sagt, wie der Tag für ihn gewesen ist, wenn ihm was stinkt, an diesem Punkt, oder ihr. Aber ich fange jetzt nicht mit gendergerechter Sprache an, soll ich nicht, hat man mir in den Kommentaren hingeschrieben. Ja, dass dann eben das kurz zur Sprache kommen kann und dann weiß man Bescheid für den nächsten Tag, dass man zum Beispiel weniger singen soll während dem Laufen und kann sich dann entsprechend danach richten. Und dann, je früher man eventuell aufkommende kleine Problemchen anspricht, desto besser. Das ist uns sicherlich allen sowieso klar. Wir sind ja alle voraussichtlich keine 16 mehr. Auch noch wichtig, bitte ab 18, wenn ihr da mit wollt. Außer der Erziehungsberechtigte geht auch mit. Also falls jetzt Vater und Sohn oder Mutter und Tochter oder sonst irgendwie eine ähnliche Konstellation auf die Idee kommt, da jetzt so mitgehen zu wollen, ist das auch in Ordnung. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, dann eben wirklich auch gleich zwei Leute gleichzeitig anmelden. Es geht ja um Sympathie, nicht um den Schnellsten. Ne? Also deshalb ist das in diesem Fall jetzt auch in Ordnung, dass ich dann halt eben sage, oh ja, die beiden, die kenne ich. Das ist doch so, die kenne ich ja schon und dann nehme ich die halt mit. Oder halt auch, nee, habe ich noch nie gehört, und es wollen so viele andere Leute, die ich schon länger kenne, unbedingt mit, dann nehme ich tendenziell halt eben die mit. Aber ich möchte nochmal darum bitten, nehmt mir das dann bitte wirklich nicht übel, wenn ich jetzt halt sage, na, ich hätte jetzt lieber den da oder die da, als, ja, es ist dann wirklich nicht böse gemeint. Schlimm für mich persönlich wird's, wenn jetzt jeder, der sich da jetzt anmeldet und potenziell mit möchte, jemand ist, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, schreibt ja schon Kommentare seit 2010, was nicht möglich ist, aber ja, dann wird es für mich wirklich saumäßig schwierig, daran irgendwie noch entscheiden zu können, wenn ich da überhaupt dabei haben will. Oje, oje, oje. Ja, Anmeldung per Mail, Mailadresse sollte bekannt sein, wenn nicht, dann habt ihr ohnehin Pech gehabt. und ja,
Jetzt habe ich, glaube ich, auch genug dazu gelabert. Ah, eine Sache noch. Ich verlinke euch mal mein kurzes West Highland Way Video, wo ich mit meiner einen besten Freundin unterwegs gewesen bin. Vielleicht so als kleine Inspiration. Schnee werden wir allerdings keinen haben. Und sie ist auch die besagte Person, die ich eventuell noch gerne aus meinem privaten Freundeskreis theoretisch mitnehmen wollen würde, wenn sie denn will. Nur um das vielleicht auch noch mal kurz zu verraten. Okay, davon weiß ich noch nichts. Muss ich Ihnen erzählen. macht's gut und lasst euch nicht betüxen.